Kurznachrichten. Bei seinem ersten großen Auftritt seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus im Januar hat der ehemalige amerikanische Präsident Trump den US-Experten für ansteckende Krankheiten, Fauci, angegriffen, von China Reparationen verlangt und die Untersuchung seiner Finanzen als Hexenjagd angeprangert. Auch deutete er eine mögliche Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 an. Da möchte er wohl Amerika nochmal groß machen? Das Ganze für den Sonntag, 6. Juni 2021, die Kurznachrichten. Gewählt wird heute in Mexiko, aber auch in Sachsen-Anhalt. Ich nenne es in einem Atemzug. Eine Woche vor dem NATO-Gipfel in Brüssel hat Generalsekretär Stoltenberg eine Warnung an Russland und Weißrussland ausgesprochen. Man verfolge sehr genau, was dort passiere. Weißrussland werde immer abhängiger von Moskau. Diese Zusammenarbeit sorgt die NATO. Im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm wirbt Russlands Präsident Wladimir Putin für einen taktvollen Umgang mit den Nordkoreanern. Sanktionen und Versuche, das abgeschottete Land abzuwürgen, seien kein Weg. Als Unsinn hat der russische Präsident die Behauptung zurückgewiesen, dass Russland nicht am Klimaschutz interessiert sei. Er möchte den Nettoausstoß von Treibhausgasen in seinem Land bis 2050 stärker reduzieren lassen als die EU. Das erklärte der Staatschef am Freitag auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum. Vom Iran unterstützte Milizen sollen in letzter Zeit Drohnenangriffe auf einige der wichtigsten US-Militärobjekte im Irak durchgeführt haben. Das meint New York Times. Es gibt eine neue Taliban-Offensive in Afghanistan. Zwei weitere Bezirke wurden erobert. Auch trifft die afghanische Luftwaffe versehentlich eigene Kräfte. Es gibt 13 Tote. Einen Messerangriff gab es in China. 5 Tote und mehrere Verletzte. Das Ganze im Osten des Landes. Nigeria sperrt Twitter auf unbestimmte Zeit. Ein Bundesrichter in den USA hat das 3 Jahrzehnte alte Verbot von Angriffswaffen aufgehoben, das im US-Bundesstaat Kalifornien gegolten hat. Die Begründung, es verstoße gegen das verfassungsmäßige Recht, Waffen zu tragen, AP berichtet. Apropos Waffen, mit seiner Unterstützung für Waffenexporte in die Ukraine hat Robert Habeck von den Grünen Kritik ausgelöst. Nun hat er seine Aussage erneut konkretisiert. Originalton: Mein Besuch sollte in Erinnerung rufen, dass der Kampf der Ukraine der Kampf Europas ist. In den nächsten Krieg grün. Oder Armin Laschet: Ich will der nächste Bundeskanzler werden. Das erzählte er in Düsseldorf. Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen versucht, an der Ulmer Synagoge Feuer zu legen. Laut Polizeiangaben gab es keine Opfer. EU-Parlamentspräsident Sassoli hat für die Aufnahme der westlichen Balkanstaaten in die EU geworben. Die in Indien entdeckte hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus wird sich nach Einschätzung der Intensivmediziner schon in den nächsten Wochen in Deutschland durchsetzen. Die vierte Welle wird herbeigeredet. Indien selbst steht vor ersten Lockerungen. Ab Montag fällt die Impfpriorisierung in Deutschland weg. Wegen der Pandemie sind in deutschen Städten bislang keine Public-Viewing-Veranstaltungen zur Fußball-EM geplant. Intensivmediziner sehen eine verbesserte Lage. Das Robert-Koch-Institut meldet 2440 Neuinfektionen, Inzidenz 24,7. Die Corona-Pandemie hat im deutschen Kunst- und Kultursektor enorme Schäden hinterlassen. Das ergibt sich aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag. Die Fläche des im brasilianischen Amazonasgebiet abgeholzten Regenwaldes ist im Mai um 41% gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum auf 1180 Quadratkilometer gestiegen. Über weite Teile Deutschlands sind gestern erneut schwere Unwetter mit heftigen Gewittern und Starkregen gezogen. Heute vor allem im Nordosten trocken und sonnig, sonst wechselhaft mit dichten Wolken und Schauern. Auch Gewitter und Unwetter sind möglich. Die nächsten Tage gehen so weiter. Machado, Alternative Music.